einzelne Fotos gemacht. Alter, das wäre... Junge. Wenn das jetzt alles nur auf Fotomodus wäre. Ich habe Serienbilder gemacht, 40.000 Stück. Ich spreche da einfach mal rüber. Also Leute, hier seht ihr, wie ich einen Kick mache. Hier seht ihr, wie ich komplett ausraste. Jo, was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Freunde, heute eine kleine Kombination, wie ihr wisst. Ich habe ja die ganzen Videos vorproduziert jetzt mit Ryan Duke vom Urlaub und so, dass wir da auf jeden Fall safe sind. Und dann habe ich mir so überlegt, was für eine Kombination können wir machen. Und dann ist mir eine von Holzkin eingefallen, die wir damals gemacht haben. Aber dann war ich so auf Instagram so am Chillen, als ich die schon aufgeschrieben hatte. Und dann habe ich ein nices Video gesehen. Ich werde euch das, wenn ich es finde, auf jeden Fall verlinken in der Videobeschreibung. Und da hat der eine Trainer auch so eine Kombination gemacht. Und die fand ich voll fresh, Freunde, und deswegen zeige ich euch die. Denn ich will euch zwar so ein bisschen den Dutch-Style in den Videos näher bringen, aber ich finde halt auch mal so, ich meine klar, Main und so gehört auch zum Dutch-Style, aber es wird halt dort weniger gemacht. Ich will aber halt auch wieder mehr auch solche Sachen mit Main und so einen Scheiß in die Videos mit einbringen und deswegen fand ich die Kombination einfach ganz fresh. Hat einfach gut gepasst, Freunde. Also checkt auf jeden Fall den Dude aus, der die Kombination gemacht hat und checkt das Video aus, damit ihr checkt, wie die Kombination funktioniert. Also Freunde, wir schlagen am Anfang eine linke, rechte Gerade. Danach meiden wir einmal unterdurch, also wir tauchen hier ab. Kommen dann mit einer rechten Geraden, linken Haken, rechten Low Kick, rechte Gerade, linker Körperkick. Das ist die Kombination. Gib mir mal dein Schema schon mal. Also Freunde, bei der Kombination ist es halt super wichtig, dass ihr bei der ersten linken, rechten Geraden immer die Schulter mitnimmt. Generell kriegt ihr ja Power, weil ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich jetzt hier stehe und ich schlage jetzt eine linke, rechte Gerade nur so, kriege ich nicht viel Power. Wenn ich aber die Schulter mit eindrehe, habe ich in dem Jab mehr Power und durch diese Rückwärtsbewegung habe ich dann auch in der rechten mehr Power. Von da komme ich dann mit der Mike-Bewegung. Ich gehe in die Knie, lasse aber meinen Rücken dabei gerade. Das heißt, ich habe nach der rechten meine Schulter vor, gehe hier in die Knie, lasse meinen Rücken gerade. Und komme hier mit so einer Halbkreisbewegung wieder hoch. Das heißt, beim Abtauchen ziehe ich meine linke Schulter vor, sodass die linke Schulter vorne ist, weil ich dann ja wieder mit der rechten kommen will. Rechte gerade, linker Haken, Low-Kick, absetzen, direkt wieder mit der rechten rein. Das ist wieder dieser Reaktiv-Step und der linke Kick zum Körper, ja? Das heißt, achtet darauf, dass ihr die Schulter eindreht, dass ihr beim Abtauchen die Schulter schön vorzieht, weil sonst hat die rechte keine Power. Und bleibt schön tief stehen, Freunde. Mir ist aufgefallen, wenn man nicht so tief steht und dann meidet oder generell, dann verliert man gleich, leicht das Gleichgewicht. Also steht schön tief, ja? Nochmal das Ganze. Schaut mal, wir haben jetzt gerade ein bisschen variiert. Ihr könnt den Kick mit Wechselschritt machen oder einfach indem hier so ein kleines Step rüber geht. Ja? Wenn ihr mit Wechselschritt macht, habt ihr mehr Power. Wenn ihr den macht, ist er ab und zu ein bisschen schneller. Okay? Bisschen flüssiger. Und achtet schön drauf, dass ihr bei dem, wo ihr den Wechselschritt macht, die rechte schön reinzieht. Also dass ihr die schön schlagt. Ja? Ja, beim Boxen mache ich mich klein, beim Kicken mache ich mich groß. Jetzt noch das Ganze ohne den Wechselschritt, einfach nur mit dem Step. Hus! Achso, genau, Freunde, ihr habt es ja vielleicht in dem Vlog gesehen. Wenn nicht, dann checkt den aus. Ich habe ja meinen Kampf leider nicht gehabt, weil ich keinen Gegner hatte im Juli. Jetzt, den Monat, sind keine Veranstaltungen mehr. Deswegen, am 1.7. bin ich 2 Wochen dann im Urlaub und so. Deswegen produzieren wir jetzt vor. Und ich werde dann im September, habe ich schon für K1 wieder einen richtig nicen Fight am Start. Also ist noch nicht ganz sicher, aber es ist eine nice Organisation und ihr werdet dann auf jeden Fall nochmal was zu hören bekommen, Freunde. Ah, das klingt so, als wenn ich bei Glory kämpfe. Fuck. Es ist nicht Glory, Freunde, also entspannt euch. Es ist einfach nur nice. Da ist auf jeden Fall dann wieder ein K1-Fight am Start. Ich habe auch richtig Bock wieder auf K1, muss ich sagen. Richtig schön zu ballern und so habe ich ohne Spaß derbe Bock. Und Ende September ist dann gleich wieder ein Boxkampf. Also das heißt, K1 ballern, dann wieder Boxen ballern. Und Ende des Jahres ist wieder Gen Ring, Freunde. Da sind ein paar nice Sachen noch geplant. Und danach, Freunde, ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Ab Mitte November, ja, kurz nach Get in the Ring, am 12. November oder so, fliegen meine Freundin und ich 5,5 Wochen nach Malaysia,
Thailand, Bali mit Rucksack und dann gebe ihm einfach in Hostels pennen und so, Freunde. Das wird auch richtig fresh. Da sind wir auch eine Woche in Thailand. Da wird dann auf jeden Fall auch ein Video aufgenommen, aber das wird dann logischerweise alles erst nach dem Urlaub bearbeitet. Wir werden dann, wie jetzt, kann sich schon mal drauf freuen, 6-7 Videos für die Wochen vorproduzieren und dann halt auch die Sachen, die wir in Thailand aufnehmen, erst danach bearbeiten, Freunde, weil wir wollen echt unseren Urlaub genießen, außer man hat jetzt mal übertrieben Bock drauf, aber halt nicht so auf schlechte Gewissenbasis, oh, ich muss jetzt ein Video machen, sondern wenn man Bock hat, macht man es, sondern ansonsten wieder in Deutschland. Ja, Freunde, das gehört eigentlich nicht mit zu dem Tutorial, aber ist ja auch eine nice Information. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Check Duke's Street Fight Tipps ab. Da haben wir schon wieder richtig geile Scheiße am Start. Ist richtig frisch. Wie ist eigentlich das Video? Ist lustig geworden, ne? Ja, normal. Ist richtig gut. Auch von mir richtig. Das okay, Digga. Okay, dann werde ich euch das auf jeden Fall mal verlinken, was wir da aufgenommen haben. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und...